Und damit hallo und willkommen zurück zu Pokémon Go. Ich bin der Dicke und heute geht's mal rund um den Thüringenpark. Ja, ihr seht hier ziemlich großes Gebäude hinter mir und ja, schauen wir mal, was uns dort erwartet und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. So, und ich möchte diese Folge natürlich direkt an einer historisch wichtigen Position beginnen. Und zwar an dieser Kreuzung hier, die wir hier sehen, ja, habe ich mein erstes Dratini gefangen, Leute. Ja, das ist schon eine Weile her, aber ich fand es ziemlich cool. Jo, und warum machen wir das heute hier? Gut, zum einen, ja, weil Sonntag ist und hier mal sehr viel Platz ist, nicht so viele Leute wie eigentlich sonst typisch. Und zum anderen, ja, weil auch hier wieder eine sehr, ja, dichte Spawnpunkt-Anordnung ist. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das heißt, ja, wir werden ja einfach mal ein, zwei Runden drum laufen. Hier sind auch ein paar Arenen im Bereich. Hier ein bisschen eine Team Blau Arena, noch eine Team Blau Arena. Schauen wir mal, was passiert. Des Weiteren haben wir hier, ja, die Eier ja noch am Start mit 4,1 Kilometer, Leute. Die werden auf jeden Fall heute kommen, hoffe ich. Und gut, mein kleiner Kumpel, der hier am Start ist, der braucht auch definitiv jede Menge Kilometer. Und ich würde sagen, wir setzen uns jetzt einfach erstmal in Bewegung und schauen mal, was passiert. Jo, also einmal die, ja, ich sag mal, Front des Thüringenpark abgeschritten und Rauch ist natürlich am Start und hier ist ein Paras gekommen. Nicht durch den Rauch, sondern halt tatsächlich, ja, live in Action und so weiter. Problem, was bis jetzt schon rausgekommen ist, mehr oder weniger, dass man hier halt wirklich eigentlich ein Hindernis inmitten dieser ganzen Spawnpunkte hat. Und das ist an sich nicht so cool. Das heißt, wir versuchen uns jetzt möglichst nah immer an der, ja, Häuserwand des Thüringenpark aufzuhalten, um halt möglichst die Pokémon, die drinnen spawnen, auch noch mitzukriegen. Ansonsten alles, was jetzt dahinter spawnt, jetzt, also ich sag mal, vor dem eigentlichen Haupteingang, kriegen wir von hier natürlich nicht. Das heißt, da müssen wir dann einmal rundherum. Aber ich denke, so lange wird die Runde hier drumherum gar nicht dauern. Also das sollte sich eigentlich ausgehen. Bis jetzt sieht es noch nicht ganz so cool aus, was die Fangraten hier angeht und die Spawnraten. Aber mal schauen. Wir laufen einfach mal weiter und schauen, was passiert. Ja, alles klar. Wir sind jetzt einmal so ziemlich rund um den Thüringenpark gelaufen. Und ich muss sagen, die Spawnraten hier sind sehr ernüchternd. Vielleicht ist das auch wieder dann hier, wir waren jetzt einfach zur falschen Zeit hier oder so, keine Ahnung. Aber hier ist ein Tauboga gespawnt und ich wollte die Gelegenheit nutzen, mal meinen Wut über dieses Pokémon zum Ausdruck ja, zu bringen. Ich finde Tauboga in Wild, okay, es ist nicht das schlimmste Pokémon, das schlimmste ist definitiv Tauboss. Aber Tauboga ist echt, keine Ahnung, das hat eigentlich, also ich bin der Meinung, das hat den einzigen Grund, oh mein Gott. Da war jetzt gerade ganz viel los. Der einzige Grund, warum dieses Pokémon im Spiel wild erscheinen kann, ist, damit man regelmäßig seine Bälle mal los wird. Ja? Wenn jetzt natürlich passiert, dass das jetzt hier, nein, es, natürlich bleibt sich First Try drin und natürlich flüchtet es auch nicht. Warum sollte es auch flüchten? Ja? Ah, ich könnte mich aufregen. Tauboga ist echt, ist so schlimm. Ich mag Tauboga jetzt überhaupt nicht. Da, zack, nächster Pokéball für den Arsch. Alles klar, machen wir weiter. Vielleicht sollte ich mal einen Superball probieren. Komm, pass auf, wir machen es mit Superball. Ihr seid jetzt mal live dabei, wie ich hier dieses Tauboga bekämpfe. Vielleicht klappt es ja damit. Naja, zwei. Nein, natürlich nicht. Warum sollte das auch funktionieren? Das ist ja nur ein Tauboga, ja? Das kann ja gar nicht sein. Probieren wir es mit Himbeere. Ja? Himbeere und Superball. Einfach mal, weil wir es können. Und zack, wo ist der Kreis? Da ist der Kreis. Oh mein Gott, okay, der war durch mich gefailt. Kein Problem, zack, getroffen. Himbeere, Superball auf Tauboga. Schauen wir mal. Natürlich reicht's nicht, Leute. Natürlich reicht's nicht. Warum auch? Zack, großartiger Wurf, Pokéball, keine Himbeere auf Tauboga. Schauen wir mal. Es ist wieder raus und es flüchtet nicht. Ich wollte euch einfach mal dabei sein lassen. Ich meine, ihr kennt das Problem wahrscheinlich selber. Ja? Aber es ist so frustrierend. Es ist einfach so, es ist schon wieder raus. Und es flüchtet natürlich nicht. Ah, kurz mal gewartet. Nächster Pokéball. Klasse, okay, okay. Das ging jetzt dann doch schneller als erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Tauboga tatsächlich in einem Pokéball drin bleibt. Aber ich habe es gefangen, sehr schön. Und es ist ein scheiß Tauboga.
Ich hasse es. Es ist mir egal. Und gucken wir mal kurz rein, was jetzt hier gerade der aktuelle Status ist. Pokémon hier, zack. Eier sind bei 4,9, Leute. Bald ist Partytime. Und gut, Bisasam ist auch am Start. Ich hatte eigentlich vor, hier drüben die Arena ein bisschen zu pushen. Ja? Dort mal anzugreifen und einfach mal ein bisschen ja, das Ganze hoch zu pimpen. Allerdings war da irgendjemand schneller als ich. Und jetzt, es geht sogar weiter. Eben waren wir noch bei 32.000. Da habe ich mir gedacht, 8.000 wären wirklich zu heftig. Wie auch immer. Ich würde sagen, wir gucken uns mal diese Arena da oben an, nachdem wir die Eier geschlüpft haben. Und schauen mal, ob wir da irgendwas reißen können. Aber jetzt laufen wir erstmal ein bisschen weiter hier durch den Park und sehen zu, dass die Eier kommen. Ja, Leute, es geht los. Die Eier kommen. Und ich quatsche nicht lange. Ich drücke direkt drauf. Es wird der Wahnsinn. 9 mal 5 Kilometer Ei. Erstmal Voltoball. Okay, okay, ja, cool. Warum nicht? Kann man immer mal gebrauchen. Schon wieder 17 Voltoball-Bonbons. Okay, ist jetzt nicht so die Wucht. Aber warum auch nicht? Egal. Oh, es geht weiter. Nummer 2. Ich hoffe, heute verraffe ich das mit dem Zählen mal nicht. Krabi, okay. Warum nicht? Warum nicht? Leute, warum nicht? Kann man mal machen. So, Nummer 3. Puh. Ganz schön krass. Tentara, okay. Hatten wir lange nicht mehr, glaube ich. Ja, aber es reicht noch nicht für eine neue Entwicklung. So ist das halt. Nummer 4. Es bleibt spannend, Leute. Äußerst spannend. Quapsel. Naja. Ohne Worte. 113 Quapsel-Bonbons. Da könnte auf jeden Fall in naher Zukunft mal wieder ein Quappo kommen. War das jetzt Nummer 4? Ich glaube, das ist Nummer 5. Oder 6 oder 7. Wir werden es erfahren. Nein. Ich sollte aufhören, so viele wilde Nummern in den Raum zu werfen. Sternduo, okay, ja. Nein, mag ich eigentlich nicht. 99 Sternduo-Bonbons, da könnten wir auf jeden Fall mal wieder loslegen. Gucken wir mal kurz rein, warte mal. Das können wir mal kurz wirklich aufgefallen. Okay, ist nicht mal total krass. Deswegen keine Entwicklung. Hier hat es auch gerade vibriert, kann ich jetzt nicht gucken. Hondiu, okay, gut. Ignorieren wir. Gut, jetzt bin ich nummernmäßig natürlich raus. Ich glaube, das ist jetzt die Nummer 6. Myrapla. Myrapla finde ich gut. Doch, Myrapla gefällt mir sehr gut. Das freut mich. 24 Myrapla-Bonbons. Da können wir auf jeden Fall Giflor mal wieder ein wenig pimpen, sobald mein ja, Sternenstaubvorrat das entsprechend zulässt. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich auch komplett raus. Ich glaube, Nummer 7, Nummer 6. Hier hat schon wieder vibriert. Oh, oh. Tangela. Tangela ist cool. Tangela ist auch eher selten. Und hier gleich mal mit Rankenhieb, Blattgeißel. Ja, doch, warum nicht, ne? 972 kann man schon mal machen. Warum nicht? So, Nummer 8. Und es hat schon wieder vibriert. Also hier scheint auch eine ziemlich dicke Spawn-Location zu sein. Goldini, naja, sage ich nicht zu. Und das müsste jetzt das letzte Ei sein. Es bleibt spannend, Leute. Mauzi, Mauzi ist cool. Mauzi fetzt. Doch, da kann ich mit leben. Und es hat schon wieder vibriert. Und ich würde jetzt hier einfach mal kurz stehen bleiben. Achso, das war jetzt durch den Rauch. Die anderen Pokémon sind despawned. Ich kümmere mich mal um das Hormonio und wir machen uns jetzt mal auf den Weg zu der besagten Team Blau Arena und versuchen mal da irgendwie noch ein Pokémon irgendwie unterzubringen. Ob uns das gelingt, wir werden es sehen. So Leute, wir haben die Arena erreicht und ja, neben uns auch einige weitere Leute. Ich glaube, das sind die, die auch gerade die Arena vor dem Thüringpark-Eingang gepusht haben. Schauen wir mal. Gucken wir uns an, was da drin ist. Aktuell ein Hypno, ein Taubos und ein Blitzer. Und eigentlich entscheidend fürs Pushen ist meiner Meinung nach nur das erste Pokémon. Und das ist ein Hypno 1270. Und da gucken wir jetzt mal rein. Wir brauchen irgendwas, was so ungefähr, ich sag mal, die Hälfte der WP hat. Ja, warte mal, was war es jetzt? 1270, das heißt 635 maximal. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ich würde mal kurz nach CP sortieren. Zack. Und ich hoffe einfach mal, dass ich irgendwie ja, nicht zu langsam bin oder so. Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Einmal kurz reingeguckt. 635 hätten wir hier auf jeden Fall einen Knofenser am Start. Wir hätten aber auch einen Apollo. Und ich würde es einfach mal mit dem Apollo probieren, ohne zu wissen, was das jetzt wirklich hier kann. Ist mir egal. Wir probieren es einfach mal. Einmal probieren. Und jetzt ist ein bisschen tricky. Ja, ich werde jetzt hier versuchen, mal ein bisschen effektiv auszuweichen. Oh, 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 es leckt schon wieder viel zu heftig, oder? Zack, zack, ausgewichen. Erstmal die ersten zwei ausgewichen, das ist okay. Okay, ich krieg's schon wieder nicht hin. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eins nach dem anderen. Zack, ausgewichen. Zweimal angegriffen, ausgewichen, sehr effektiv. Oh, oh, oh. Okay,
Der erste Versuch hat nicht sonderlich gut geklappt, Leute. Ich habe verloren. Nicht so cool. Pass auf, ich probiere es einfach mal. Ich probiere es mal mit einem Pokémon, was ungefähr gleich stark ist. Dann ist das mit dem Quatschen und Ausweichen und so nicht ganz so kritisch. Ich nehme mal ein 1200er irgendwas. Nehmen wir doch mal Galoppa. Nehmen wir Galoppa mal rein. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, das war sogar ein cooles Galoppa mit Hitzewelle oder irgendwie sowas. So, einmal auf Go gedrückt hier. Lassen wir uns überraschen. Es bleibt spannend. Es bleibt äußerst spannend. Ich glaube, die App hängt schon wieder, Leute. Nicht cool. Gar nicht cool. Das heißt, ich starte mal kurz die App neu und gleich geht's weiter. So, App ist wieder am Start. Galoppa ebenfalls direkt ausgewählt. Und jetzt probieren wir das einfach nochmal. Das Ding ist beim Leveln von Arenen. Ich habe da ja mal so ein bisschen Informationen, mehr oder weniger. Na? Es geht prinzipiell darum... Na, Spukball. Ausgewichen, sehr schön. Ja, möglichst... viel Schaden zu machen mit einem möglichst ja nicht bevorteiligten Pokémon. Das heißt, wenn ihr ja mit einem Pokémon angreift, was ich sag mal die Hälfte der WP des verteidigenden Pokémon hat, bekommt ihr deutlich mehr Erfahrungspunkte bzw. Prestige, in dem Fall dann 1000, ja, als wenn ihr jetzt mit einem Pokémon angreift, was halt gleich stark ist oder was halt an sich deutlich stärker ist, ja. Und das ist eigentlich ziemlich heftig. So, warte, erstmal ausweichen, zack. Und dann machen wir hier mal direkt weiter. Hier kriegen wir auf jeden Fall 3 Attacken durch, bevor irgendwas passiert. Oh nein, aber die dritte ist sehr knapp. Aber Hypno ist down, sehr schön. Ich glaube, das sollte so funktionieren. Zweiter Kampf, da gehe ich mal direkt raus. Okay. Und es müsste ein bisschen Prestige gebracht haben, glaube ich. 517, das ist doch immerhin schon mal ein bisschen was. Und ich würde sagen, jo, da machen wir direkt weiter. Das heißt, einmal das... Galoppa erneut ausgewählt. Nein, ich muss es natürlich auch heilen. Aber ich denke, das war schon ganz gut so, ja. Mit dem, da haben wir Hypertrank hier, zack. Galoppa. Ja, mit dem deutlich schwächeren Pokémon, da muss man halt wirklich ein bisschen Konzentration zeigen und so weiter. Und dann halt wirklich versuchen, sehr viel auszuweichen und so weiter und so fort. Und das ist manchmal echt schwierig, während man hier so ab und zu in die Kamera gucken muss und dann lassen wir das einfach. Deswegen machen wir das hier mit dem Galoppa. Achso, oh mein Gott. Ja, die ersten 2 Initialattacken muss man natürlich ausweichen. Und dann geht das hier auch direkt weiter. Zack. Jo, und so läuft das. Und so läuft das eigentlich auch ganz gut. Spukball, zack. Und jetzt kommt die Hitzewelle. Und dann noch einmal Glut hinterher. Spukball erneut. Oh mein Gott. Okay. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut. Läuft doch echt gut. Ich bin begeistert und ich hoffe einfach mal, dass ich ja irgendwie ein Pokémon hier reinbekomme, bevor die Kollegen, die hier gegenüber sitzen, das Ganze tun. Lassen wir uns überraschen. Einmal Hitzewelle und dann sollte das, glaube ich, auch beendet sein hier, das Ganze. Hypno ist down, sehr schön. Wieder plus 500 Prestige. Einmal eben flüchten. Okay. Und es sollte vielleicht schon reichen. Oder auch nicht. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Plus 500. Nein, es fehlt echt ein bisschen was. Verdammt. Okay. Schade. Dann werden wir das wohl nicht kriegen. Ich würde sagen, einmal machen wir trotzdem noch. Vielleicht sind die ja so freundlich und lassen mir einfach mal den Vortritt. Ich glaube fast nicht. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich könnte sie einfach fragen. Aber ich habe Angst. Gut. Einmal wieder runtergescrollt bis zum Galoppa hin. Einmal Go gedrückt. Und dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, Initialattacke 1, ausgewichen, oh, zu früh, der war gut, alles klar. Zack, zack, zack und ausweichen. Zack, zack und ausweichen. Oh mein Gott, warte, jetzt muss ich auch mal kurz wieder klarkommen. Spukball, oh, das war falsch. Eieiei, das sieht diesmal nicht so gut aus, Leute. Ausgewichen, Hitzewelle. Und... ausweichen und weiter geht's. Zweimal ausweichen, zweimal ausweichen und nochmal zweimal und nochmal ausweichen. Oh mein Gott, Spukball. Ein bisschen später ausweichen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war knapp heute. Das wird jetzt echt knapp.
Okay, ich glaube, ich krieg's nicht hin. Oder Hitzewelle? Kriegen wir sie noch durch? Ja, kommt durch. Hypno, Down, Galoppa aber ebenfalls. Mal gucken, ob das jetzt zählt. Schon spannend. Ja, ich habe verloren. Aber 500 Prestige dazu. Wir sind bei 8000 irgendwas und wir gucken mal kurz rein. Ich bin gespannt. Jo, sie lassen mir den Vortritt. Das ist natürlich nice. Sehr schön. Und ich würde sagen, ich lasse direkt mal meinen Aquana hier. Zack. Und dann läuft das. Und dann sind wir an sich eigentlich auch durch. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen, hier das mal zu sehen. Auch wenn ich mehr oder weniger nicht ganz so fähig war, das zu tun. Und dann, wie immer, Daumen hoch, runter, wie es euch gefallen hat. Kommentare, was ich anders machen soll, was ihr gerne zukünftig sehen würdet. Und dann bedanke ich mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Pokémon Go. Ich bin der Dicke. Bis dahin.